Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu dem Tomb Raider Custom Level City in Ruin. Ich mache jetzt mal keine Fackel hier an, weil ich ja ungefähr weiß, was ich zu tun habe und wo ich lang muss. Wie gesagt, wenn wir Fackeln sparen können hier jetzt, ist es gut, weil hier ist eh nicht viel zu tun außer hangeln. Da sollten wir uns die Fackeln eher für einen Bereich aufheben, wo wir auch wirklich viel rumrennen müssen, wo wir wirklich was sehen müssen, um irgendwie zugange zu kommen. Deswegen. Ich glaube, ich hatte sogar noch Fackeln übrig, als ich das so für mich gespielt habe. Na, geht das so? Ja. Weil hier ist es ja leider zu hoch. Links sieht man auch ganz gut jetzt gerade, um da um die Ecke zu hangeln. Ich bin ja froh, dass sie diese Fähigkeit hier hat, weil die gab es ja eigentlich erst ab Tomb Raider 4. Aber ja. Und unten lecken sich schon die Zombies ihr Maul nach uns. Ich habe gerade in dieser Hinsicht einen Podcast gehört von Unicorn, für die ich ja auch schon eine... Oh, ich dachte schon, ich könnte jetzt hier nicht rüber, nur weil die Frames gerade wieder geleckt haben. Alter! Also Unicorn, für die ich ja auch schon eine Kanalvorstellung gemacht hatte, erst vor gar nicht allzu langer Zeit, also zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht vor allzu langer Zeit, hat sie mit einem anderen guten YouTuber zusammen da was gemacht und über Resi mal in aller Ausführlichkeit gesprochen. Über die Spiele, über die Filme, über einfach alles. Und, ja, ich musste jetzt gerade halt an den ersten Resi-Film zurückdenken, wo die eine Schauspielerin dann so auch ihre blutende Hand nur über ein Loch gehalten hat und gesagt hat, ja, ihr leckt euch das Maul nach mir, ne? Ja, das ist lecker. Wieso? Da muss ich jetzt gerade dran denken. Ich finde es echt schade, dass die Resi-Filme so einen schlechten Ruf haben, weil ich finde die Anderson-Filme tatsächlich gut. Also natürlich nicht gut, sie sind nicht perfekt, ne, klar, also das will ich auf gar keinen Fall behaupten, aber sie haben dennoch was. Ich finde eigentlich nur den letzten richtig schlecht, weil die Kameraführungen da, oder allgemein halt die Kameraführung, so scheiße schnell und schlecht ist, dass mir ist im Kino schlecht geworden. Oder ich fand es im Kino, glaube ich, noch sogar einigermaßen okay, auf DVD war es dann schlimm. Bei Kino hat man wenigstens so große Leinwand, wo man dann irgendwie trotzdem noch weiß, wohin mit den Augen, aber naja. So, soweit, so gut. Die erste Chipkarte ist in unserem Besitz. Dann machen wir jetzt mal direkt weiter, wenn ich auch gerade nicht mehr weiß, wie. Irgendwie müssen wir ja darüber auch zur Seilbahn. Hier die Seite haben wir jetzt eigentlich schon ganz gut abgefrühstückt, auch wenn da oben noch irgendwas halt ist natürlich. Aber ich bin erstmal relativ unten geblieben beim ersten Mal. Und das würde ich ganz gerne so beibehalten. Und da, ich sehe es. Da ist doch wieder was zum Hangeln in der Wand. Kaum zu erkennen. Ich hoffe, das erreiche ich überhaupt von hier aus, aber ich denke schon. Das ist echt verdammt schwer zu sehen. Hilfe. Oh mein Gott. Gut, dann renne ich halt von hier, weil ich glaube, da kann ich mich auch festhalten. Oh, das ist ein bisschen hoch. Was? Oh. Stimmt, das ist mir letztes Mal ja auch passiert, genau. Ich glaube, es ist nicht so geplant von den Entwicklern oder dem Entwickler, aber es klappt. Den Energieverlust nehme ich jetzt mal in Kauf. Vielleicht ist es doch so geplant, weil wie soll man sonst... Na, vielleicht hätte ich besser springen sollen, ne, um weniger Energieverlust zu haben, aber an sich muss man irgendwie so hier genau reinfallen. Anders geht's eigentlich nicht. Süß! Dieses Umdrehgeräusch, beziehungsweise dieses Umhangelgeräusch, wie auch immer... War jetzt schon ganz süß. Oh, wir haben wirklich nicht mehr viel Leben. Ich nehme ein kleines Medipack. Sicherheitshalber. All diese Kisten hier kann ich auf jeden Fall nicht verschieben, kann ich sagen. Ich habe es schon ausprobiert. Natürlich beim Privatrun. Deswegen, das muss ich jetzt gar nicht ausprobieren. So, bevor du richtig wach wirst, dann... Oh, da kommt schon wieder ein Böser. Nicht, dass der Zombie lieber wäre, aber diesen Typen hier kann ich ja nur besiegen. Deswegen, dich haue ich um, den anderen lasse ich leben. Logischerweise, weil der ist ja eh nicht tot zu kriegen. Was ich auch schade finde, ne? Ich meine, in den Resident Evil Tomb Raider Games, da konnte ich diese Zombies hier auch umhauen. Gerade mit stärkeren Waffen, dann sind die umgekullert und blieben liegen. Aber wenn ich die hier zum Umfallen bringe, wo die auch extrem viel vorher einstecken, dann stehen die einfach direkt wieder auf. Also wirklich, wenn ich hier nicht einen auf Shoot 'em in the Head mache, dann seht ihr das gar nicht ein, tot zu bleiben. Dann machen die einfach Party. Und leben munter weiter. Aber okay. Ich habe jetzt eine weitere Karte und das ist wichtig. Ziel ist es natürlich, zu dem Stecker hauptsächlich zu kommen, den wir schon gesehen haben, von der anderen Seite.
aus. Also da war ja dieses Gitter mit dem Auto dahinter und vor dem Auto lag ja ein Steckerchen. Und da werden wir natürlich ganz zum Schluss hinkommen, wie es natürlich so ist. Tja. Aber naja, was soll's, ne? Na. So, nochmal speichern. Ich weiß noch, ich habe den Schlüssel damals halt ganz zuletzt eigentlich gefunden. Ich habe erstmal so gedacht, ja, Asylum-Clearance-Karte und Office-Clearance-Karte. Was soll ich denn damit? Ich habe 1000 Schlüsselgegenstände und ich weiß nicht, wo ich sie einsetzen muss. Was ist das denn für eine Kacke? Aber das ergibt sich alles noch mit der Zeit. Man darf nur nicht durchdrehen, darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, dann geht das eigentlich alles ganz gut. Wie gesagt, wenn man kein allzu großes Problem mit der Dunkelheit hat, ich meine, ich hatte es auch, wie gesagt, aber hey. Insgesamt geht's ja. Zum Glück. Und gerade jetzt so für mich, also so wirklich das Beste, wenn man das in einem abgedunkelten Zimmer spielt oder halt wie ich jetzt bei Nacht, da muss ich dann nichts abdunkeln. Da erkennt man wirklich dann eine Menge eigentlich schon. Aber klar, bei Helllicht und Tage das hier zu gucken, würde ich keinem empfehlen. Also wenn es gerade Tag ist und ihr das natürlich guckt und euch sagt, ja, Mensch, Vampi, du hast doch keine Ahnung, dann ja gut. Was soll ich machen, ist dann halt so, ne? Wir können doch hier um die Ecke springen, oder? Jawohl. Oh mein Gott. Eine grüne Echse. Aber ich glaube, die kann mich hier nicht vergiften, lustigerweise. Obwohl sie es schon bei der 3 original gekonnt hat. Aber die hätte sonst schon längst gehaucht. Oh. So, Scheiben erstmal aus Protest kaputt machen. Ein bisschen Licht sich hier erschießen. Ich glaube, ansonsten ist hier erst einmal nichts. Kurz den Bereich erstmal sichern. Okay. Und hier ist auch ein bisschen Licht wenigstens. Da mache ich die Tür mit auf. Machen wir das erstmal, glaube ich. Ist hier ein Gegner? Erstmal nicht, das ist gut. Dann, genau, das sieht doch nach einer Chipkarte, glaube ich, aus, oder? Ja. Clearance? No. No. Ja, dann halt nicht. Dann eben Office. No. Hallo. Ach nee, Quatsch, das ist doch natürlich für den... Oh, ich bin so doof. Nein, Schlüssel, das sieht doch nicht nach einer Karte aus. Ja, dafür war der Schlüssel. Sorry, Leute, es ist spät und ich bin müde. So, das ist natürlich für eine Karte. Meine Güte. Klar, dass sie da sagt, no. Weil eine Karte kann man nicht in ein Schlüsselloch stecken, das macht Sinn. Da ist jetzt eine andere Tür mit aufgegangen. Ich glaube, die gegenüber direkt, ne? Ja, das sieht gut aus. Ah, wir sind jetzt hier wieder quasi in diesem Hauptraum. Das ist gut, hier jetzt eine Verbindung zu haben. Ja, klar. Ach so, hier liegst nur du und hier ist gar nichts. Auch gut. Geht doch. Das ist auch cool, dass sie sich direkt aus diesem quasi da hochziehen kann. Und ich kann auch hier über so eine Kante klettern. Das finde ich so geil. Ungelogen. Okay, hier wieder rausklettern, vorsichtig. Schon cool. Deswegen, ich bin gespannt, wie meinem Vater dieses Level gefallen wird, weil er liebt Stadtlevel, aber er hasst Dunkelheitslevel. Das hier ist dann eine harte Probe, auch zwischen Liebe und Hass, wie für mich. Ach nein, Quatsch. Hier, stirb! Stirb! Sterbi! Mach einen auf Sterbi! Na los, mach Sterbi! Danke. Danke, dass du Sterbi gemacht hast. So. Und hier ist irgendwas. Echt, diese gruseligen Sounds aus der Stadt der Toten. Was bist du? Noch eine weitere Karte. Wir haben noch nicht genügend Schlüsselgegenstände, ne? Machen wir noch einen draus. Na schön. Was bist du? Du bist jetzt die... Elevator Clearance. Das ist natürlich gut. Wir müssen jetzt also zu einem Fahrstuhl irgendwie kommen. Okay. Vielleicht können wir ja damit mal ins Paradies fahren. Und diesen scheiß Ort hier verlassen.
Aber ich sehe auf jeden Fall was Gutes. Hier kann man sich zurückhangeln, dass man hier irgendwie auf jeden Fall zu was Gutem letztendlich kommt. Denke ich mal. Hier wollte ich ja vorhin schon dran springen, was ja da nicht geklappt hatte. Aber vielleicht ist es ja auch wirklich, wie gesagt, so gedacht. Und jetzt komme ich so wenigstens zurück. Dann bin ich auch hier oben, wo ich die ganze Zeit schon hin wollte eigentlich. Glaube ich, oder? Komme ich dann mit nach oben oder dahin, wo ich schon vorher war? Das ist jetzt gerade die Frage. Aber nee, ich glaube, ich komme jetzt dahin, wo ich sowieso hin wollte letztendlich, weil wir müssen natürlich nach oben. So weit nach oben, wie es nur geht. Und Mann, ist das hier wieder dunkel. Ich mache jetzt gleich echt mal wieder eine Fackel an. Das geht ja hier gar nicht klar. Ah ja, aber da muss ich hangeln auf jeden Fall. Und da ist, glaube ich, nichts. Ich glaube, da war einfach nur nichts. Wir können es ja zum Glück ausspionieren. Ne, mit Fernglas sieht das Ganze so viel schöner aus. Da hinten ist auch wieder was zum Hangeln. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Da unten sind wir ja gerade gewesen. Da unten ist sogar noch. Was, kommen wir da auch hin? Da bin ich, glaube ich, gar nicht gewesen. Aber ich glaube, da ist auch dementsprechend nichts. Also wenn überhaupt ein Secret. Wie viele Secrets gibt es hier überhaupt? Es gibt 3. Ich glaube, ich hatte 1 gefunden. Aber hey, was soll's. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool, hier so Tomb Raider 3 nochmal mehr mit Horror zu verbinden, als es im Original eigentlich der Fall war. Wobei in Tomb Raider 3 ja auch sehr viel Horroranteil drin war. Und man möge nur mal denken an die Verdammten, die man ja eigentlich in London auch getroffen hat. Ne? The Damned. Wo wir auch den Anführer getroffen haben. Ah, hier muss man eine Karte einsetzen, okay. Der ja auch gesagt hat, hier so von wegen, ich habe ja nicht mal ein Gesicht. Ne, der uns dann erzählt hat, dass er ein missglücktes Experiment von Miss Sophia Lee ist und dass er dann in die Abfallgrube sozusagen geschmissen wurde und für tot gehalten wurde und ja. Und da hinten ist doch eindeutig was, da muss ich erstmal hin. Ja. Das waren ja dann auch quasi mehr oder weniger Untote, weil Miss Sophia Lee ja an dieser Unsterblichkeitsformel gearbeitet hat, weil sie unsterblich halt sein wollte, wie das halt viele wollen. Und, ja, er war dann unsterblich, ungewollt. Und, ja, der wollte sich ja schließlich umbringen, hat er ja auch gesagt. Als ich mich umbringen wollte, ging es einfach nicht. Gott sei Dank hast du dich festgehalten, ich dachte schon gerade, puh. Und es ist wirklich ein Secret und es ist vor allem die Schrotflinte, das freut mich sehr. So, Secret Nummer 1 haben wir damit im Gepäck, das ist schön. Das ist wunderschön. Nochmal speichern. Oh, Gott sei Dank. Deswegen, man könnte sagen, dass diese Zombies hier auch missglückte Experimente von Miss Sophia Lee dann dementsprechend sind. Weil die ja hier so... Ja, auch, sie sind eigentlich tot, aber sie sind halt auch gleichzeitig nicht tot. Deswegen finde ich das eine extrem geile Idee, das hier so zu machen. Und wie gesagt, dann noch diese neue Fähigkeit von Lara, dass sie sich hier so auf diese kleinen Kriechkanten einfach so ziehen kann aus dem Stehen heraus, was sie eigentlich ja nicht kann. Das ist cool. Das ist richtig nice. Und auch Feuerlöscher zum Explodieren bringen teilweise hier, um Wege sich frei zu machen. Das ist einfach toll. Ja, der Part geht eigentlich noch, ne? Machen wir hier noch ein bisschen weiter. Hier hat man wenigstens mal kurz ein bisschen Licht, ne? Kann man kurz aufatmen. So, endlich sehe ich mal was von der ganzen Kacke hier. Ach, scheiße. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Ja, da überlegt man sich, hätte ich mal die Schrotflinte nehmen sollen. Wie viele Schuss habe ich dafür überhaupt schon? 6, ja, sind nicht gerade die Welt, ne? Deswegen... Aber die Uzis müssen wir auch noch irgendwann finden. Hier finden wir ständig Munition dafür. Und von daher, naja. Mit einem Midi-Pack nehmen warte ich erstmal noch, weil dann kann ich direkt ein großes hinterher nehmen. Die Scheiben sind natürlich unzerstörbar, ne? Kennt man ja, alles Panzerglas. Und hier sind 2 Kerzen, die aus sind. Müssen wir die anzünden? Ich bin mir gerade unsicher, ob wir die wirklich anzünden mussten oder ob das einfach nur so aussehen soll, als könnten wir. Hier ist nichts zum Zerschießen. Verschieben können wir die Teile auch nicht. Das habe ich ja schon ausprobiert in meinem Privatspiel-Run, wie auch immer.
Und hier ist es mal wieder verdammt dunkel, aber kurz, ich weiß nicht, ob kurz gucken, ob hier Feinde kamen. Das weiß ich nämlich gerade nicht. Erstmal Bereich sichern. Und dann können wir uns hier in Ruhe umsehen, aber es kommt anscheinend niemand. Dann machen wir mal ein Fackelchen an. Ein sehr interessantes Bild, was auch immer das darstellen soll, weiß ich gerade nicht. Hier scheint aber erstmal nichts zu liegen. Kann man hier irgendwie was machen? Nein, ich glaube nicht. Auch wenn man da ja rein theoretisch irgendwie hinkommen muss. Hier kann man rein, aber da müssen wir auch rein, da geht es glaube ich weiter. Und da ist die Fackel auch schon wieder aus. Unser Vergnügen, dass wir etwas sehen können, ist vorbei. Ich will mir nochmal eben das Bild hier genauer angucken. Das habe ich letztes Mal gar nicht gemacht. Das sind irgendwelche Leute vor irgendeinem Gebäude, glaube ich, einfach nur. Wobei ich das eigentlich beim ersten Mal drauf gucken für etwas aus Legacy of Kain gehalten habe, nämlich die Festung des Geistes. Ne, wo Nubraptor ja gelebt hat, weil das für mich so ein bisschen aussah wie ein Totenschädel von der Seite. Ne, das sind das große Weiße, hier sind die Zähne und das da oben ist dann halt das Auge natürlich. Aber logischerweise denke ich mal, dass es das nicht sein soll, weil was hat Lara mit Legacy of Kain zu tun? Ganz genau, nämlich gar nichts. Außer, dass man in Lara Croft and the Guardian of Light Lara und Totek gegen Kain und Ra'zel austauschen kann, mit einer gewissen Mod oder so. Aber das ist dann auch schon alles so ziemlich. Naja, und dass Lara natürlich ab Tomb Raider Legend ein Bild von Kain als Mensch bei sich im Haus hängen hatte. Warum, weiß keiner. Aber, naja. Aber jetzt würde ich sagen, der Part ist eigentlich lang genug. Was passieren wird, wenn wir mit diesem Fahrstuhl hier fahren, den ich da mit dieser Karte bedienen kann, okay? Was dann passieren wird, sehen wir uns gemeinsam im nächsten Part an. Und bis dahin macht's auf jeden Fall gut und euch noch einen wunderschönen Tag, einen guten Abend, eine gute Nacht. Und ist es nicht schön, ich kann den Part mit Licht beenden. Wir haben mal was, was wir sehen können. Schaltet auf jeden Fall gerne wieder ein. Ich würde mich freuen. Und ja, bis zum nächsten Part dann, ihr Lieben. Ciao!